Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Avatar und dieses Mal geht's um Samen. Wo man diese finden können und ihre Besonderheiten erzähle ich euch natürlich hier und wie man natürlich die besten ausgezeichneten Samen überall findet. Ja, fangen wir gleich mal an. Wir gehen natürlich dann von vorne nach hinten, also fangen an bei Augdorn und hören auch bei Federklinge. Dieses Mal geht es um den Augendorn. Beste Qualität ist trocken. Hierzu müssen wir in verhangenen Wald, reist dort am besten zur Baumhuhlabor und geht ein Stück nach Nordwesten. Eigentlich gar nicht so weit entfernt vom Labor befinden sich Augendorne. Um natürlich an ihre Samen zu kommen, müssen wir natürlich ein bisschen warten. Wir haben nämlich Morgendämmerung und wolkig. Der Augendorn macht jetzt hier so eine Bewegung hier und es dürfen auch keine Tiere in der Nähe sein. Hier müsst ihr bloß aufpassen wegen den Igeln hier auf dem Boden, Blutseeigeln. Dass ihr da nicht reinlauft. Geht nicht zu nah rein, sonst sticht er euch. Jetzt müssen wir hier bloß warten, bis er sich öffnet. Dann gehen wir dort ran. Hier müssen wir schnell sein. Bis er sich schließt. Sonst passiert nämlich sowas. Ich wollte es euch nur mal zeigen, wie es passiert, wenn wir nicht schnell genug sind. Dann müssen wir wieder warten. Hockt euch da am besten hin. Müsst ihr aber auch nicht. Merkt euch den Punkt, wo ihr den Samen anfassen könnt. Also bei mir war es in der Richtung hier. Ihr müsst öfters mal natürlich einen Blick halten, dass es nicht anfängt zu regnen. Na komm, mach auf da dein. So, gehen wir wieder hin. Hier müssen wir den Cursor nach oben drücken, also den. Und schon haben wir eine ausgezeichnete Augendornsamen. Hier wieder nach oben drücken, also auf 12 Uhr. Und dann haben wir einen ausgezeichneten Augendorn. Jetzt geht es um die Feuersamen. Beste Qualität ist auch wieder trocken. Hierzu müssen wir in die Höhenprärie, das Festtal, unter den Bögen der Feierlichkeit hier. Entweder reist ihr hier nach Kreuzbögen oder nach Festort, um hier unten zu gucken. Bei mir ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger, da hier die Bögen zerstört wurden, sage ich jetzt mal so. Unter den letzten Bogen hier finden wir an so einem Baum hier Feuersamen. Hierzu brauchen wir dann einen Pfeil. Den müssen wir dann drauf schießen. Dann brennt das natürlich hier erstmal ganz kurz. Dann gucken wir noch, es ist wolkig. Und dann können wir die Kochzutaten einsammeln. Ja, hierzu müsst ihr natürlich gucken, welche davon ausgezeichnet ist. Hierzu müsst ihr den Analogstick auch wieder auf um 12, also nach ganz oben drücken, um ausgezeichnete Feuersamen zu sammeln. Also auf um 12, nachher uhrzeitmäßig und gesammelt trocken. Jetzt kommen wir zu den Wolkenspuckersamen. Ja, hier beste Qualität auch wieder trocken. Hierzu müssen wir auch wieder in die Höhenprärie auf den Stufenhort. Reist dort am besten in das verlassene Sesva-Lager hier unten und geht ein Stückchen nach, naja, sagen wir mal, wenn man den nach Westen, Südwesten ungefähr
Und dort finden sich an den Klippen, wie hier unten, upsa, wie der hier, die Wolkenspucksamen. Hierzu müssen wir eins beachten: Ihr müsst hier näher rangehen. Er schießt dann seine Samen los und die landen dann hier unten. Hier müssen wir dann ran und den Analogstick wieder nach geradeaus oben auf um 12 ungefähr drücken und dann haben wir einen ausgezeichneten Wolkenspucksamen. Hierzu müssen wir natürlich leider erstmal gucken, wo ihr einen hier hinten findet, weil die kann man leider so nicht einsehen. Und natürlich kommen jetzt hier. Hier haben wir auch noch mal einen. Die Wolkenspucksamen müssen natürlich erstmal wirklich gespuckt sein. Ablegen. Ja. Dann wieder auf den Analogstick auf um 12 und tadellos und trocken. Haben wir einen neuen Wolkenspucksamen. Jetzt geht es um die Federklinge oder die Federklingensamen. Beste Qualität, trocken. Hierzu müssen wir auch wieder in die Höhenprärie, am besten zerschmetterte Brücke, reist dort zum gebrochenen Bogenlabor oder zum Hydroölextraktor Charlie. Und hier in der violetten Wildsteppe Biom finden wir diese Feuersamen, sage ich schon, die Federklinge. Ein Stückchen weiter südwestlich, hier unten genau in den Durchgang von den beiden, finden wir jetzt nämlich hier zwei Federklingen. Ihr braucht immer zwei, denn wir brauchen uns einmal das erste, wenn wir hier ein bisschen benebelt sind. Also müssen in den ersten reinrennen. Das hält nämlich nicht lange an und müssen dann zu der nächsten. Und dann öffnet sich erst die Federklingen, wenn ja. Hier müssen wir auch wieder so nach Viertel gedrückt halten, nach Uhrzeit, so, nach Uhr Viertel ungefähr, und dann bekommen wir die Federklingen. Sonst können wir diese nicht ernten. Ich mache erstmal hier die Leute tot, also die Viecher. So, nachdem wir natürlich hier einmal gegengelaufen sind, sieht man das natürlich am Ikram am besten. Wir können jetzt hier die Samen direkt so nicht sammeln, denn wir müssen erstmal am Ikram, da seht ihr, dass wir voller Pollen sind. Dann müssen wir zur nächsten Pflanze fliegen und dann öffnet sich ja. Und noch einer. Dann wieder den Cursor nach rechts drücken, also Viertel ungefähr. Und dann bekommen wir eine ausgezeichnete Federklinge. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.